Hallo liebe Baskets-Fans, gleich ist es wieder soweit und das nächste wichtige Spiel gegen die Bayern startet bei uns in der S-Oliver-Arena. Aber man muss ja sagen, bei den Spielern im Kopf geht es nicht nur um Basketball, sondern zum Beispiel auch bei Christoph Henneberger um viele Zahlen, Formeln und so weiter, oder? Ja, das stimmt. Ich studiere Mathematik und Sport auf Gymnasiallehramt. Alles klar. Und wie dein Alltag hier so abläuft, das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mal mit. Go, go, Baskets, go, go, Baskets, go, go, Baskets, go. Also ich muss sagen, Mathe war ja nie meine Stärke, aber Christoph hat mir jetzt schon ein bisschen was über die reellen Zahlen erklärt. Wie ist es bei dir so generell? Lernst du viel? Ja, jetzt im Moment habe ich ja gerade ein Urlaubssemester und konzentriere mich voll auf Basketball, aber es gab auch Saisons, wo ich eben parallel mein Studium durchgezogen habe und da musste ich natürlich vor allem in Mathe viel lernen. Ja. Wie ist es denn dann? Kriegst du generell das alles dann gut unter einen Hut? Jetzt hast du ein Urlaubssemester oder ist es dann schon ein großer Stress für dich? Also ich denke mal, jetzt in der Bundesliga ist es nicht mehr möglich, das Studium ernsthaft parallel laufen zu lassen. Ich habe aber zum Beispiel in der Pro-B-Saison und auch in den Regionalliga-Saisons habe ich das Studium nebenbei laufen lassen. Das hat sehr gut geklappt. Hat natürlich nicht so viel Freizeit, aber ich habe das eigentlich ganz gut unter einen Hut bekommen. Damals in der Schule, was war denn dein Lieblingsfach? Eher Mathe oder eher Sport? Ja, ganz klar Sport natürlich an erster Stelle. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mir Mathe auch schon in der Schule Spaß gemacht hat. Wir haben einen guten Lehrer gehabt über die Jahre hin und der hat uns immer gut motiviert und das alles gut beigebracht. Wir schauen jetzt nochmal, wie gut Christoph Henneberger als Lehrer taugt und gehen mal vor an die Tafeln. Und du kannst mir mal ein bisschen Matheunterricht geben, oder? Go, go, Baskets, go, go, Baskets, go, go, Baskets, go. Ja, Leni, bitte? Im Basketball gibt es doch auch den Spielzug Pick and Roll. Kann man das auch irgendwie mathematisch erklären? Sehr guter Einwand, Leni. Das hier ist nämlich alles Schwachsinn. So, Pick and Roll. Alles kopiert. So, jetzt fragen wir nochmal den Christoph ab, ob er wirklich gut in Mathematik ist oder vielleicht erzählt er uns ja hier nur irgendwas. Also, wir machen mal ein bisschen Kopfrechenaufgaben, okay? Okay, ja. Also, ich fange mal an. 3 mal 4 plus 5. 17. Punkt vor Strich. Richtig. 10 mal 11 plus minus 7. 103. Stimmt es? Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja. 2 mal 3 mal 4 minus 2. 22. Unglaublich. Der kann nicht nur Basketball spielen, der ist auch richtig gut im Kopf. So, ich habe gehört, du isst hier auch ganz gerne. Ja. Man muss ja hier essen, wenn man viele Vorlesungen hat. Das Essen ist teilweise ganz okay, aber wir überzeugen uns jetzt selber mal. Würde ich auch sagen. Gut. Go, go, Baskets, go, go, Baskets, go, go, Baskets, go. So, sieht ziemlich lecker aus, was du da auf dem Teller hast. Was isst du da jetzt genau? Das ist norwegischer Lachs und dazu ein bisschen Salat und Ananas. Das ist eigentlich haben wir heute Glück gehabt, auf jeden Fall. Ja. Also auch ein sehr gesundes Essen. Ich würde sagen, Christoph, hau jetzt noch mal rein, damit wir auch die Bayern weghauen gleich. Jawohl. Und ja, wir sehen uns dann gleich auf dem Feld. Bis dann. Bis dann. Ciao.